Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ihr könnt es an der Unterschrift dieses Videos erkennen. Es gibt ein Unboxing. Ein mega riesengroßes Paket von Mama und Tantchen ist bei mir angekommen vor 2, 3 Tagen. Ich hatte keine Zeit reinzuschauen. Ich habe es jetzt mal aufgemacht, ja. Und da ich ja weiß, dass ganz, ganz viele von euch meine Unboxings immer sehr, sehr gerne schauen, habe ich gedacht, machen wir das zusammen. Und bevor wir in das Ganze reingehen, wollte ich euch noch ja, 1, 2 Dinge erzählen. Ja? Einfach weil dieses Video werden sich jetzt mehr anschauen wie ein Sensi-Video oder keine Ahnung, ich putze meinen Klodeckel, ja. Und da die ein oder andere Frage immer mal wieder kommt, habe ich gedacht, spreche ich das jetzt einfach mal an. So, also, viele von euch haben ja mitbekommen, dass es mir in den letzten Monaten überhaupt nicht gut ging. Ich habe sehr, sehr starke Bauchschmerzen. Keiner kann mir sagen, wo diese Bauchschmerzen herkommen. Es wurde jetzt auch schon viel unternommen. Ultraschall innen, außen. Kolonoskopie, Darmspiegelung wurde gemacht, jede Menge Bluttests wurden gemacht und. Also da hängt noch ein bisschen mehr dran, aber um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Ursache für meine Bauchschmerzen immer noch nicht rausgefunden wurden. Es besteht momentan der große Verdacht auf Endodestromosis, Endo-irgendwas. Wie heißt das gute Teil? Dazu kommen wir auch gleich. Endometriose auf Deutsch. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr genau wissen möchtet, was das ist. Ja, also momentan besteht jetzt einfach der Verdacht, dass ich Endometriose habe. Da muss ich jetzt nächste Woche zum Frauenarzt und dann wird das Ganze abgeklärt. Mal wieder zum Frauenarzt und dann schauen wir mal weiter. So, in der ganzen Zeit, wie jetzt eben aber die ganzen Tests gemacht wurden, die ganzen Untersuchungen, bliblablub, wurde jetzt aber festgestellt, dass ich IBS habe. Auf Deutsch ist das Reizdarm. Ja? Wer mir schon sehr lange auf diesem Kanal folgt, der weiß, dass ich hin und wieder immer mal erwähnt habe, dass ich sehr, sehr starke Probleme mit Verstopfung habe, dann mal wieder ganz lange mit Diarrhea, also Durchfall. So. Und es wurde jetzt also festgestellt, dass ich einen Reizdarm habe. Für alle die, die das nicht interessiert, ich schreibe hier unten irgendwo die Zeit hin, ja, ab wann das Unboxing losgeht. Muss sich ja nicht jeder anschauen, ne? Also für die, die es nicht interessiert, für die, die es nicht hören wollen. So, ja, auf jeden Fall Reizdarm. So, ich habe ja die Antibabypille genommen, ich möchte keine Kinder mehr. Und das war für mich so die einfachste Methode, weil ich einfach jemand bin, ich vergesse nie meine Pille, nie. Und ich habe die immer abends genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin, weil die Pille muss ja eine gewisse Zeit im Körper sein, dass sie eben auch ihre Wirkung hat. Und das Problem war jetzt einfach, durch diesen Reizdarm, den ich habe, kam jetzt immer mehr Durchfall dazu, ja, also auch wirklich so, dass ich dann in der Nacht aufgewacht bin und musste dann auf Toilette gehen und das Ganze habe ich jetzt mit meiner Ärztin vor ungefähr 6 Wochen besprochen und sie meinte dann auch zu mir, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass die Pille nicht rausgespült wird durch Durchfall, würde sie mich gerne auf ein anderes Birth Control, auf etwas anderes umsetzen, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, sie kommt mit hier Stäbchen im Arm um die Ecke oder Uterus zuklemmen und das waren für mich alles Methoden, das wollte ich nicht. Also ich wollte keinen Fremdkörper in meinem Körper, sagt die,
die ja mal von unten bis oben zugepierst war und die von oben bis unten zutätowiert ist. Aber ich wollte einfach nichts Metallisches in meinem Körper. Also ich habe da schon ganz, ganz viele Horror-Stories gehört, dass sich das entzündet hat und dass dieses Ding im Arm ja dann plötzlich unten im Blinddarm hing und was weiß ich nicht alles. Also ich wollte das alles nicht. So, und dann meinte sie zu mir, ja gut, wenn du das alles nicht willst, dann können wir ja mal das Patch probieren, ja, ein Pflaster. Excuse me, ich habe die angeguckt wie ein Ochs vorm Berg. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wovon die Alte quatscht. Ich habe noch nie in meinem Leben von einem Birth Control Patch gehört, von einem Pflaster, das man sich einfach nur aufklebt. Und habe mir dann halt gedacht, ja gut, ne? Einmal in der Woche, montags bei mir, knallt man sich dieses Pflaster drauf. Man muss sich da nicht groß Gedanken machen. Also man kann schwimmen, man kann duschen, zum guten Glück. Ne? Schön für die Umwelt, wenn man nicht stinkt wie ein Iltis. Man kann exercisen, man kann angeblich in die Sauna gehen. Man muss einfach nur einmal in der Woche dieses Patch, das alte abmachen und das neue drauf. Das macht man dann 3 Wochen und in der 4. Woche bekommt man dann seine Periode. Allahopp. Das hatte bei mir vom Timing her, hatte das super gepasst, weil ich war freitags bei ihr und montags hätte ich dann oder habe ich dann meine Periode bekommen und habe dann also somit mit dem neuen Zyklus dann angefangen und habe mir dieses Pflaster draufgeklebt. Und sie wollte eben auch testen, ob meine Bauchschmerzen eventuell etwas mit meiner Antibabypille zu tun haben könnten. So, also habe ich mir gedacht, komm, probieren wir das Ganze aus. Habe ich dann auch gemacht. Ich muss sagen, in den ersten 2 Wochen ging es mir relativ gut. Ja? Ich hätte mir die Nebenwirkungen durchlesen sollen. Also sie hat mich über alles aufgeklärt. Sie hatte mir gesagt, es könnte Spotting, ja, so ein bisschen Zwischenblutung könnte passieren, vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist aber was, das bin ich gewohnt, weil ich habe chronische Migräne, also das ist jetzt nichts, was ich vorher noch nicht hatte. Und habe mir dann halt gedacht, okay, Hormone im Körper, das kommt mit Sicherheit mit irgendwelchen Nebenwirkungen. Aber da ich jetzt so lange die Pille genommen habe, habe ich mir gedacht, es wird nicht so schlimm. Girl, let me tell you. Also wie gesagt, die ersten 2 Wochen waren noch okay. Und jetzt seit ungefähr 3 Wochen geht es mir beschissen. Also beschissen vom Allerfeinsten. Ich habe eigentlich alle Schwangerschaftssymptome, die man haben kann. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Brüste, ja, die fühlen sich an wie Ballons, die sind empfindlich ohne Ende. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Krämpfe, ich habe keine Zwischenblutung, also das, was eigentlich jede Frau in einem Forum, was ich jetzt vor ungefähr einer Woche gefunden habe, ja, beschrieben hat, ja, dass sie irgendwelche Zwischenblutungen haben oder dass die Periode plötzlich 2 Monate geht und dann mal 3 Monate gar nicht. Also dieses Problem habe ich nicht, aber alles andere. Ich habe ständig Hunger, ständig, was dann aber mit dem Erbrechen, ja, sich wieder ausgleicht. Weil in dem Moment, wie ich esse, es dauert 10 Minuten und das Ganze kommt einfach wieder hoch. Ich habe eine ganz, ganz schlimme, eine ganz, ganz schlimme Yeast Infection, ja, eine Scheidenpilz-Situation, was auch von dem Ganzen kommt. Ja, also angenehm und schön ist momentan wirklich anders. Was ich sagen kann, ist aber, dass die Bauchschmerzen, die ich ja hatte, nicht mehr so stark sind,
wie bevor ich das Pflaster genommen habe. Also ich habe Bauchschmerzen, die haben sich jetzt aber verlagert. Die sind jetzt von der rechten Seite mehr in die Mitte und mehr nach links. Und es fühlt sich einfach alles mehr nach Menstruationskrämpfen an. Und das, was ich vorher hatte, das waren keine Menstruationskrämpfe, das waren Schmerzen. Da hat man einfach gedacht, mir reißt jemand beim lebendigen Leibe ohne Betäubung, ohne irgendwas, Organe raus. Ja, so. Also, kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Die Bauchschmerzen sind nicht mehr so schlimm und sie haben sich verlagert. Aber ich habe einfach Nebenwirkungen von diesem Pflaster. Das ist der Wahnsinn, Leute. Also Lebensqualität ist momentan von einer Skala von 1 bis 10 minus 3. Und ich lüge euch nicht an. Ja? Das ist jetzt auch hier nicht zum Übertreiben oder sonst was. Es ist einfach auch nur, dass ihr vielleicht dann in den nächsten Videos, wenn ihr mich seht und ich sehe nicht ganz so knorke und nicht ganz so frisch aus, aufgeschwollen ohne Ende, dass ihr einfach wisst, okay, Mutti hat hier Birth Control Patch, ja, Pflaster, wir wissen, was los ist. Weil das kann man einfach nicht verstecken. Ich bekomme von jedem gesagt, wie scheiße ich momentan aussehe, egal ob das hier in der Nachbarschaft ist. Von meinem Mann, heute Morgen habe ich es von meinem Kind gehört, da freut man sich, da geht das Mama-Herz auf. Ich höre es auf der Arbeit, ich höre es ständig. Ja? Das liegt aber einfach daran, weil es mir scheiße geht. Ja. Viele haben auch geschrieben, dass sie in ein tiefes Loch fallen, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also wenn es einem ständig schlecht geht, wenn man ständig mit irgendwelchen Nebenwirkungen zu leben hat, wenn man ständig am Brechen ist oder ja, auf der Schüssel hängt. Viele haben auch geschrieben, sie haben Durchfall. Ja, das habe ich auch. Was ja aber okay ist, ja, weil jetzt wird ja zumindest die Pille nicht mehr rausgespült, weil ich habe ja ein Pflaster. Ne? Das sieht übrigens, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so sieht das Ganze aus. Ja, sehr unauffällig, ja. Und das Ding klebt man sich also entweder auf den Arm, auf den Popo, auf den unteren Bauch oder eben hinten auf die Schulter. Ja? Die ersten Wochen, und es muss auch immer gewechselt werden. Also ich wechsle mein Pflaster montags und das erste Mal hatte ich das Pflaster auf dem linken Arm. Da habe ich dann auch noch einen Ausschlag bekommen ohne Ende. Also mein kompletter Arm, ja, hat gejuckt und war rot. Eine Woche später habe ich es dann hierhin, dann war der Ausschlag weg, also die rechte Seite, da scheine ich anscheinend eine Elefantenhaut zu haben oder ich weiß es nicht. Da hat meine Haut auf jeden Fall gar nicht drauf reagiert. Da habe ich, das war wie gesagt in der zweiten Woche, da habe ich dann noch gedacht, ah okay, ne, das sind jetzt so die Nebenwirkungen gewesen. Kein Ausschlag mehr, alles supi. Bin ja ein positiver Mensch, ne. Und dann Woche 3 ging es dann richtig los hier mit der Kacke. Ich kann euch sagen, Jets Alliance. Also, wie geht es jetzt weiter? Ich habe jetzt mit meiner Frauenärztin gesprochen und meine Ärztin meinte, dass ein Körper 2 bis 3 Zyklen braucht, bis sich der Körper dran gewöhnt. Ich bin in Woche 6, Jets Alliance. Ich habe die Hälfte geschafft. Ich freue mich. Also nur noch 6 Wochen kotzen und scheiße fühlen. Ich bin fast am Ende. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Ja, also das wollte ich euch jetzt mitteilen. Jetzt geht's wie gesagt nächste Woche nochmal zum Frauenarzt. Da wird das mit dieser Endometriosis, wird das abgeklärt. Sollte das wirklich der Fall sein, müssen wir schauen, wie es dann weitergeht. Und bis dahin leiden wir ganz ruhig mit dem Birth Control Patch, ja? Es ist eine Pracht. Also natürlich, jeder Frauenkörper ist anders. Für die, die dieses Pflaster haben und die überhaupt keine Nebenwirkungen haben, ich freue mich für euch. Ich freue mich wirklich, weil vom Ding her ist es wirklich eine sehr, sehr angenehme Sache.
Viele in diesem Forum haben auch geschrieben, ja, bei mir hält das Pflaster nicht und das fällt ständig ab. Und nein, also da habe ich gar keine Probleme. Ich gehe jeden Tag duschen, natürlich. Ich knall mir da jetzt vorher natürlich nicht dick hier die Vaseline drauf, bevor ich mir das Pflaster neu drauf mache. Guck also, dass die Area sauber und trocken ist und klebe mir dann das Pflaster drauf. Schau auch, dass der BH, ja, nicht drauf sitzt, sodass das reibt, sodass es irgendwie abgehen könnte. Also vom Ding her ist es wirklich eine gute Sache. Und wenn sich mein Körper daran gewöhnt, dann werde ich das natürlich auch weiterhin behalten, weil ich das vom Ding her einfach super finde, dass man da jetzt nicht groß drüber nachdenken muss. Wobei, wie vorhin schon erwähnt, also ich habe noch nie die Pille vergessen. Ich verstehe auch nicht, wie man die Pille vergessen kann, weil wenn man keine Kinder möchte, dann ist Pille schlucken einfach, gehört dazu. Ja? Und das war für mich wie morgens Schlüpper wechseln und das war einfach so. Ich habe die Pille nie vergessen, aber dieses Patch ist angenehm vom Ding her. Ja? Einmal in der Woche drauf, nach einer Woche runter, nach 3 Wochen kriegst du deine Tage und fertig ist die Luzi. So, gut. Also, dann haben wir das abgeklärt. Mutti ist also von oben bis unten so ein bisschen out of system. Ne? Da stimmt gar nichts mehr. Was mich momentan seit 8 Tagen am meisten nervt, ist ein saurer, metallischer Geschmack im Mund. Ja, und ich bekomme ihn nicht weg. Also egal, wie oft ich Zähne putze, wenn ich esse, der Geschmack kommt durch. Wenn ich trinke, ich habe ständig irgendwie ein Kaugummi im Mund oder irgendwie ein Gutzel, ein Bonbon. Das war jetzt sogar schon so weit, dass mein Gaumen ja, so ein bisschen offen war von dem ganzen Bonbon-Lutschen. Aber mir geht dieser Geschmack einfach so dermaßen auf die Nerven. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten. Das Ganze hat vor 7, 8 Tagen angefangen und dann habe ich mir jetzt die ganze Woche über gedacht, ja okay, ich habe ja gestern, also heute haben wir Freitag, ich habe ja am Donnerstag einen Zahnarzttermin, dann sollen die gleich mal gucken. Weil was mir auch aufgefallen ist, dass meine Zähne auf der linken Seite sehr, sehr empfindlich sind. Ja? Heiß, kalt, süß, Touch, Berührung. Also die letzten Tage, wenn ich da mit der Zahnbürste drüber gefahren bin, ich habe ja echt gedacht, mir steckt jemand ein Messer in den Popo, ja, ich bin ja richtig gesprungen. Habe also diesen Zahnarzttermin entgegengewimmert, ja. Ich hatte gestern eigentlich ein Cleaning und bin dann da gestern hin und habe denen das erzählt und bla bla bla. Und sie wollte dann auch anfangen. Problem war dann, I couldn't take it. Ja, I couldn't take it. Das hat so weh getan, wie die da mit dieser Luft drüber ist und mit dem Wasser, dass ich der einmal eine abgeräumt habe. Aber jetzt nicht hier mit Absicht, sondern das war einfach so ein Effekt. Ich habe meine Hände so gehabt. Und dann ist sie da über eine Stelle und ich bin so gesprungen mit dem Arm hoch, dass ich der eine abgeräumt habe. Ja? Und dann kam eben auch der Zahnarzt rein und hat gesagt, nee, also das bringt jetzt überhaupt nichts. Das Ganze muss ich erst beruhigen, das Ganze muss ein bisschen abheilen. Wer weiß, wie lange das dauert. Und also ein Cleaning konnte gestern nicht gemacht werden. Sie hat mich zum guten Glück nicht angezeigt. Nein, also die Leute, die kennen mich ja da drin. Und sie musste dann auch echt ein bisschen schmunzeln. Aber mir war das echt unangenehm, ja, weil ich bin eigentlich keine Heulsuse, was gewisse Dinge angeht. Aber wie die da mit der Luft drüber ist, ich habe echt gedacht, holla, holla die Waldfee. Also jetzt ist Tucke hier. I can't do it. I can't take it. Ja, jetzt haben wir das Ganze auf nächste Woche verschoben. Hoffen wir mal, dass sich meine Zähne, mein Zahnfleisch bis dahin alles ein bisschen beruhigt hat. Weil ich habe wirklich das Gefühl, von Woche zu Woche, immer wenn ich ein neues Patch, ein neues Pflaster an meinen Körper bringe, kommen neue Symptome dazu. Ja? Also erst war es die Brust,
Ihr wisst ja, ich arbeite mir den Arsch ab, weil ich mir die Hupen machen lassen möchte. Das brauche ich momentan gar nicht. Also von der Größe her sind die momentan so, wie ich sie gerne hätte. Sie hängen zwar immer noch auf dem Boden, aber ja, die Größe hätte ich schon mal. Ne? Jetzt müssen wir noch so ein bisschen an der Straffheit arbeiten. Weiß ich nicht, ob das Pflaster das hinbekommt. Ja, dann kam eben die Übelkeit, ja, dann war es aber nicht nur Übelkeit, dann war es auch noch Schwindel, also ganz, ganz starker Schwindel und dann kam noch das Brechen dazu und dann habe ich irgendwie so ein komisches Jucken gespürt in der Cookie Area, ich sag, oh nee, nicht schon wieder, hatten wir ja erst, ne, durch hier Bath & Body Works Duschgel, kannte ich mich in der Area also so ein bisschen aus. Und auch das ist etwas, was in den Nebenwirkungen mit dabei steht. Eine Yeast Infection, ja, also ein Pilz. Ja, Leute, das sind Dinge, die schreibt man sich auf die Liste, das muss man alles mal mitgemacht haben. Dass man einfach weiß, so eine Scheiße braucht man nie mehr. So, gut, haben wir das auch geklärt. So, jetzt kommen wir zu dem hier. Nein, also nicht, dass ich ich wollte mich nicht umbringen und habe mir jetzt nicht die Schlagadern aufgeschnitten, weil ich hier auf einem Pflaster bin, ja, was mir Symptome gibt vom Allerfeinsten. Ich war gestern im Walmart und da war ein Pärchen und die haben gestritten. Und man ist ja nicht neugierig. Nee, gar nicht. Aber das war so unterhaltsam und so frech und so unter der Gürtellinie. Es war einfach wie ein Unfall, ja. Ich konnte nicht weghören. Natürlich habe ich das Ganze sehr unauffällig gemacht, ja, und war dann hier so am Handy und ja, was brauchen wir denn heute? Immer schön die Lauscher, ja, Richtung rechts, dass man da auch weiterhin alles mitbekommt. Also ich sag euch ganz ehrlich, wäre ich der Typ gewesen. Ich hätte die Alte gefragt, ob sie noch alle auf dem Ballon hat. Ja? Also mit einem Partner so respektlos zu sprechen in der Öffentlichkeit, wenn jeder außen rum ist, nee. Ich bin da nicht drauf klargekommen. Und so wie die dann sich halt fortbewegt haben, so habe ich mich immer ein bisschen mitbewegt, ne? Weil ich musste ja wissen, wie das zu Ende geht. Ja, und bin dann halt, weil ich war ja am Handy, ne? Und habe nicht gesehen, wo ich hinlaufe und bin dann über einen Bananenkorb gefallen. Und habe mir jetzt eben so ein bisschen das Handgelenk verstaucht oder so. Ja, ist aber nicht schlimm. Hab ein bisschen Fenistil, ist es Fenistil, drauf gebollert. Und ne, hier ein bisschen verbannt. Und halt das Ganze jetzt ruhig, ja. Und dann ist es morgen auch schon besser. Aber es war mir wert, ja, da das Ganze mitzubekommen. Aber ja, das sind dann so Dinge, ne, da bräuchte man als wirklich eine Kamera. Ich, die ja Bananen sowieso nicht mag, ja, von Baby an, von klein auf, ich fliege dann auch noch über einen Bananenkorb, den sie da hingestellt haben, weil die Bananen aufgefüllt werden mussten. Na, und dann schön in die komplette Ding da rein, ne? Ja. Links und rechts, also links waren die Äpfel, rechts waren die Birnen, die sind dann auch alle rausgefallen, weil ich bin in das Ding reingeflogen, weil ich bin ja über den Bananenkorb, der auf dem Boden stand, bin ich ja drüber gefallen und musste ja irgendwo hinfallen und habe es dann geschafft, ins Regal reinzufliegen. Na, so, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Also, Mutti geht's gut, es heilt alles. Ne? Machen wir Unboxing? Ich freue mich. Ich brauche etwas, was mich ein bisschen aufmuntert und ich weiß, da sind ganz, ganz tolle Dinge drin. Es ist ein Zollsticker. Ein Zollsticker ist auf dem Paket. Mehrere Zollsticker. Es könnte also sein, dass der Zoll da dran war. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, ob wir einen Zettel finden,
Ich habe schon mal alles aufgeschnitten, wie vorhin schon erwähnt, aber normalerweise liegt dann ein Zettel drauf, ja. Diesen Zettel habe ich aber jetzt noch nicht gefunden. Das könnte sein. Das Ding ist aber so schwer, dass ich das jetzt nicht umstülpern möchte, weil Mutti hat doch, aua, wisst ihr, ich kann heute nicht, so wie sonst. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Übelkeit und dann noch so ein bisschen Bauch und Hupen. Oh Leute, ich habe Hupen. Oh, es tut so weh. Für alle die jetzt sagen, ja, bist du schwanger? Nee, ich mache mittlerweile täglich Pipi on the Stick, ja? Wisst ihr? Also ich habe alle Schwangerschaftssymptome, ohne schwanger zu sein. Ich bin nicht schwanger. Gibt momentan auch nichts. Candy Shop ist geschlossen. So, jetzt aber hier. Ein Zettel von Mama. Happy Easter. Viel Spaß wünschen Tantchen, Mama und Oma. So, und das Ganze machen wir auch hier unten, weil wie gesagt, das Ding ist schwer, ja, ich wollte es jetzt nicht hoch in mein Zimmer und ich weiß, da sind auch ganz viele Sachen drin, die müssen dann sowieso hier unten einsortiert werden. Oh, ich freue mich, oh, da ist so viel drin. Geht schon los, oh, kleines Bäuerchen. Tampons, ja. Stöpsel in Amerika ist Schrott, für alle die, die das nicht wussten. Solltet ihr in Urlaub fliegen, ja, wenn Rona Toner vorbei ist, also meine Ladies unter euch, und ihr macht im Kopf so eine Liste von wegen, oh, was muss ich denn mitnehmen, vergesst die Schlüpper. Wir haben hier einen Walmart, da könnt ihr euch Schlüpper für $1,99 holen, aber guckt, dass ihr Tampons dabei habt, weil die Stöpsel hier, das sind der größte Schrott, was ihr euch vorstellen könnt. Wattepads. Und es sind die Maxi-Pads ohne dieses Voluminös. Da freue ich mich sehr, weil die Voluminös, die haben mir zu viel Produkt aufgesaugt. Wisst ihr? Ja. So, oh, mein Waschgel. Yeah. Ich liebe dieses Waschgel. Ich habe keine mehr. Ich hatte, glaube ich, 3 Stück. Die sind alle weg. Weil ich das nur noch verwendet habe. Von Balea erfrischendes Waschgel. Milchschäumen mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. Ich liebe dieses Zeug. Also ich bekomme keine Hautreizungen. Es nimmt mein Make-up runter. Es riecht fantastisch. Es riecht einfach aquatisch frisch und sauber. Bei mir brennt da nichts in den Augen. Fantastisch. Oh, dieser Geschmack, Leute. Ständig dieses saure, metallische. Oh, meine Backpapierzuschnitte, die bei uns, glaube ich, $4,99 kosten und bei euch irgendwie 69 Cent oder so, oder lass es 1 Euro sein. Ich liebe diese Dinger, ja. Die sind so convenient, so praktisch. Weil da muss man sich die Teile einfach nur rausziehen und legt es aufs Backblech und... Fertig ist die Luzi. Ja, da muss man nichts abmessen und dann ist es zu kurz oder dann ist es 3 Meter zu lang. Das hat die perfekte Größe und Mama hat mir 2 Stück geschickt. Oh, oh, oh. Geil, geil. So, meine Lieben, mit einer der besten Lotions, die ich jemals hatte, Balea Creme Öl Body Lotion, 40% Ölanteil mit Marula-Nussduft. Ich liebe, liebe, vergöttere diese Creme. Wer auf meinem Kanal schon ganz, ganz lange dabei ist, der kennt diese Creme, denn ich habe die ständig in die Kamera gehalten. Dann hatte ich irgendwann mal keine mehr und ja, habe halt neue Dinge ausprobiert. Ja, und dann ist es auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann habe ich, Mama, warst du das? Von irgendjemandem habe ich diese Creme wieder zugeschickt bekommen, nach ganz, ganz langer Zeit, und habe die angefangen zu verwenden und habe mich sofort daran erinnert, wie sehr ich diese Creme liebe. Ich liebe die Pflege. Eure Haut ist babyweich. Sie hinterlässt durch diesen Ölanteil einen wunderschönen Glanz auf der Haut, ja, so dass die Haut einfach so gesund aussieht. Und dieser Duft. Dieser Duft von diesem Marula-Nuss-Gedöns, was die da reinbollern.
Ich liebe diese Creme. Und da hat mir Mama drei Stück. Drei Stück. Tada! Ich liebe diese Creme. Und also egal ob im Sommer, egal ob im Sommer und man hat kurze Sachen an und die Haut, die ist einfach so schön am Glänzen und sieht einfach schön und gesund aus. Oder im Winter bei sehr, sehr trockener Haut. Fantastisch. Guckt euch diese Creme auf alle Fälle mal an. Das nächste Mal, wenn ihr zu DM geht. Ich liebe diese Creme. So, dann haben wir nochmal ein Waschgel. Ja, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Oh, geil. Und nochmal eine Creme. Also vier Stück. Wir haben jetzt Mitte März. Ja, also bis nächste Woche dürfte mir diese Portion reichen. Ne? So, ganz viele Tütchen, die schmeiße ich auch nicht weg. Es geht weiter. Nochmal Wattepads. Und dann, das ist für Schatzi. Haribo Fantasia in einem Riesenbehälter. Was ist da denn alles? Oh, da könnte ich doch aber. Oh, da könnte ich doch. Da sind Cola-Flaschen. Sind da Schlümpfe drin? Oh, ist das ein Schlumpf? Oh, ich liebe ja Schlümpfe. Also ich bin ja kein Haribo-Mensch. Ne? Ich mag das nicht. Aber so die mit dem Schaumstoff da dran und Schlümpfe und Cola-Flaschen, die esse ich. Aber die normalen Haribo, die Bärchen, das mag ich nicht. Also da könnte ich mir auch ein, zwei schnabulieren. Ja, es gibt Knorr- und Fixtüten für alle, die jetzt schreien, es ist aber nicht gesund, das kann man auch selber machen. Ja, dann macht ihr das mal, Schätzelein. Ne? So, bei der Mutti gibt es Tütchen und zwar Gulasch und wer hätte es gedacht, nochmal Gulasch. So, nein, ich esse kein Fleisch, aber mein Mann isst Fleisch und mein Mann liebt Gulasch. Also bekommt er das auch. So. Och Mama, das hat sie aber ganz toll verpackt alles. Dann haben wir Lasagne. Und nochmal Lasagne. Also alles schön hier im Sechserpack. Die hat es nämlich auch, glaube ich, im Angebot gegeben, hat Mama gesagt. Dann meine geliebten, denk mit Allzwecktücher feucht. Ich liebe diese Teile für, passt auf. Wir haben ja Mikrofaser-Couch und oben im Schlafzimmer ein Mikrofaser-Sessel. Und wenn da Flecken drauf sind, dafür sind diese Tücher fantastisch, ja. Ja, Umwelt, bla bla bla. Ich verwende davon wirklich eins in der Woche, eventuell. Na gut, zwei. Sagen wir mal zwei. Und damit mache ich oben meinen Stuhl sauber, der bei mir im Schlafzimmer steht, weil da liegt der Maximus nämlich immer drauf. Und der leckt sich dann die Rosette und die, ne? So, und da sind dann einfach immer ein paar Flecken drauf. Und um das alles wieder schön frisch zu machen, nehme ich hier diese Allzwecktücher. Außerdem verwende ich die hin und wieder für diese ganzen Blinds, ja, die wir hier im Haus haben, weil die so schön dünn sind und ich da wirklich in die Ritzen mit reinkomme. Und ich kann da einfach super schnell drüber wischen und dann sind meine Blinds wieder sauber. Ja, es gibt Menschen, die leben hier, die wissen nicht, dass man die sauber machen kann. Man zieht ein, man bekommt die Blinds und dann sind die einfach immer da. Ja, die machen sich von alleine sauber bei denen im Haus. Oder man engagiert eine Mutti und eine Mutti macht die dann sauber. So, also dafür brauche ich meine Allzwecktücher. Ganz große Klasse. Und da hat Mama mir zwei Stück geschickt. Ich freue mich. Die kommen mit 50 Stück. Wunderbar. So.
Balea Augen Make-up Entferner. Auch das ist keine Überraschung für euch. Denn das ist ein Produkt, das habe ich immer in den Paketen von Mama und Tantchen. Ja, ich habe keinen mehr und freue mich, dass ich jetzt 3 Stück habe. So, natürlich für unsere kleinen Mäuse, einmal für Maximus, da haben wir 7 Zahnpflegesticks zur Reduzierung von Plaque, zur Unterstützung der Mundhygiene. Vielleicht bräuchte ich auch sowas, dass der metallische Geschmack mal weggeht. Und nochmal. Was haben wir denn hier? Romeo Premium. Ah, da kommt er schon. Kauwürstchen mit Geflügel und Wild. Die sehen so aus. Kriegt dann nachher gleich eins. Dann haben wir hier Denta Sticks. Hört ihr ihn? Die Tapsa. Der weiß ganz genau, was da drin ist. Hühnerfilet mit 91% Hühnerfleisch, nur 2% Fett. Kommst du hoch? So, was haben wir noch? Oh, wie lecker. Kaiserschmarrn ohne Rosinen. So, wie macht man das? Fertig in 15 Minuten. Aha. Sie füge noch hinzu 200 ml Milch, ein Ei, 10 Gramm Butter. Zubereitung 2. Okay, alles klar, machen wir. Oh, Kaiserschmarrn ist auch so eine geile Scheiße, ne? Kann man mal rein. Könnt ihr ihn sehen? Guck mal hier, Max. Kannst du da in die Kamera gucken? Nee? Du weißt, da ist was für dich drin, gell? Ist von der Oma. So. Oh, Semmelknödel. Oh, das ist auch geil. Semmelknödel und so eine leckere Rahm-Champignon-Soße dazu. Und was haben wir hier? Kartoffelknödel. Die mag ich nicht. Die mag Schatzi. Ja. Und das schmeckt auch lecker dann mit Gulasch. Ne? Kann man machen. Aber ich mag die nicht so. Ich mag die Semmelknödel. Oh, es geht weiter mit Tütchen. Oh, wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Rahm-Champignons. Einfach nur ein paar Nüdelchen gekocht. Ja, dann hier so ein Päckchen. Vielleicht noch ein paar Zwiebelchen rein. Noch ein bisschen Tomaten. Oh, vielleicht auch noch ein bisschen Spinat. Oh, geil, geil, geil. Ich sag ja, Leute, ich könnt euch fressen. Also Appetit habe ich wie ein Elefant, ja? Problem ist nur, ich kotze dann auch wie einer. Aber wenn sich das alles wieder ein bisschen regeneriert hat, dann mache ich mir das. So, was haben wir? Oh! Paprika-Gulasch, 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 4-mal Paprika-Gulasch. Oh, Schatzi wird sich freuen, wenn der das heute Abend alles sieht. Und nochmal. Oh ja. Spaghetti Napoli. 1, 2, 3, 4. Einfach eine simple Tomatensoße, in die man sich selbst reinbullern kann, was man möchte. Geht immer. So. Kaffee! Deutscher Kaffee! Oh mein Gott! 1. Oh, ihr seid doch verrückt. 2. Ist es entkoffiniert? Nee. 1, 2, 3. Oh, wie geil. Ich freue mich. Deutscher Kaffee schmeckt einfach besser. Der ist smoother im Abgang. Das rieche ich euch morgens bei mir im Schlafzimmer, wenn ich die Klubschau aufmache. Weil meine Kaffeemaschine ist ja vorprogrammiert. Ja, also morgens um 4:30 ist der Kaffee hier durchgelaufen. Und wenn ich dann morgens aufwache, das könnt ihr mir glauben oder nicht, ich rieche den Unterschied von amerikanischem Kaffee zu deutschem Kaffee. Der amerikanische Kaffee, der hat so einen bitteren Nachgeschmack. Egal, was für einen Kaffee wir bis jetzt gekauft haben, probiert haben, getestet haben, getrunken haben.
Und natürlich gewöhnt man sich an das eine oder andere. Und bei der Commissary gibt es auch deutschen Kaffee. Der ist zwar sehr teuer, aber der ist seit Wochen und Monaten ist der ausverkauft. Ja? Und da bekommt ihr hier ein so ein Ding. Ja? Das sind ja zwei drin. Ein so ein Ding. Und ist es Dallmayr? Ich glaube, dass es Dallmayr ist. Und der kostet, glaube ich, 10 oder 11 Dollar. Ja. Ist es mir aber wert, deutschen Kaffee im Haus zu haben? Und nur wenn er ausverkauft ist, ist er ausverkauft. Ja? Und jetzt habe ich hier sechs Pakete. Oh. So, oh. Haben wir noch ein paar Tütchen hier? Was haben wir? Schlemmergeschnetzeltes. Ja, auch das für meinen Mann. Vegetarisch. Ja, proteinreich. Ja. Und nochmal Päckchen. Oh, Mama, hast du überhaupt noch irgendwelche Pakete im Laden gelassen? Also sollte es bei euch in Amerika keine Maggi-Tüten, Knorr-Tüten mehr geben. Die sind jetzt bei mir im Schrank. Lachs-Sahne-Gratin. Da liebe ich ja die Soße. Ne? Also den Lachs werde ich nicht essen, aber wenn man sich da so Salzkartoffeln zumacht und dann so ein bisschen die Soße drüber. Oh, ein Gedicht, Leute, ein Gedicht. Also zweimal Lachs-Sahne-Gratin und dann haben wir Pfefferrahm Medaillons. Was kommt denn da dazu? Schweinefilet und Kochsahne. Okay, da haben wir zwei Stück. Ja. Ja, du riechst es hier, ne? Warte mal, was gebe ich dir denn? Was gebe ich dir? Der schnüffelt hier. Guck mal, merkst du was? Komm, eins kannst du haben. Wobei, da kommt jetzt wahrscheinlich dann auch gleich Fatboy. Der liegt nämlich da hinten. Ja, ist gut. Lass mich doch erstmal aufmachen. Jetzt warte doch mal. Komm, komm, hier. Wäre jetzt nicht so meins. So. Tütchen. Tütchen. Jetzt haben wir. Ach du Schande. Oh, ein Riesenpaket. Okay, wartet mal. Wartet mal. Das müssen wir hier umstrukturieren, Schätzelein. So, das können wir jetzt auf den Boden stellen, weil das ist jetzt nicht mehr ganz so schwer wie vorher. So, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Box, die in mein Sensi-Zimmer kommt. Von Spirit, mein geliebtes Kaschmir Musk. Ich liebe diesen Duft. Ich habe ein Fläschchen aufgebraucht, ist oben im Aufgebraucht-Eimer, werdet ihr also sehen. Ganz, ganz viele von euch sind los, haben sich dieses Parfum gekauft und jeder schreibt jetzt, dass es ein Dupe zum Dior Hypnotize oder so ist. Ja, also es ist so ein schöner, fraulicher, sexy Duft. Ich liebe den. Werde ich ständig auf der Arbeit drauf angesprochen. So, dann haben wir hier Bims-Schwämme. Ja, dass die Käsequanten auch immer schön soft sind, weil auch Bims-Schwämme sind etwas in Amerika, die sind schrottig. Die sind einfach nur schrottig. Also, die sind entweder so hart, dass man sich nicht nur die Hornhaut runterholt, sondern den halben Fußzeh oder die Ferse. Oder die sind so soft, dass sie gar nichts machen und auseinanderfallen. Und die von Balea, die sind perfekt. Ich liebe diese Teile. Zwei Stück. Dann haben wir hier ganz viele Leckerlis für Simba. 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 Ja, dass die Jungs uns auch nicht verhungern. Ja, weil von uns gibt es ja nichts. Die müssen auf die Pakete von Oma und Tantchen warten, dass die hier was zum Kauen haben. Was willst du denn? Du hast doch jetzt gerade gehabt. Ist jetzt gut, ne? Ist jetzt gut. So, das räumen wir hier rein. Dann haben wir von Denk mit Waschmaschinenpflegereiniger. Ja, ganz tolles Zeug. Maximus ist jetzt gut. Was man
man zwischendurch einfach mal macht, um die Waschmaschine sauber zu machen. Wobei, das kann man, glaube ich, auch für... Nee, das ist jetzt gar nicht. Das ist nur Waschmaschinenpflegereiniger, weil ich hatte nämlich auch mal so eine große blaue Flasche. Das war für Waschmaschine und ich meine für Spülmaschine. Ja, aber die hatte ich auch schon. Reinigt, pflegt, entfernt Gerüche für hygienische Sauberkeit, aktiv gegen Kalk und Ablagerungen. Ja. Sehr schön. Und da hat Mama gleich mal zwei Stück reingelegt. Und ich mache das so alle 3-4 Monate. Ja, also ich habe ja sehr, sehr viel Wäsche und Uniformen und Sportwäsche von meinem Mann. Also ich habe schon viel Wäsche. Könnte man manchmal meinen, bei mir wohnen 11 Leute, aber es sind nur 3. So, dann haben wir noch ein bisschen Katzenfutter. Senior, reich an Huhn, ab 8 Jahren. Wir haben ältere Männer hier zu Hause, ne? Simba und Maximus sind nicht mehr die Jüngsten. So, dann haben wir nochmal Veleda Baby Wundschutz... Was? Wundschutzcreme? Nappy Change Cream. Was ist das denn? Also das stand da noch nie drauf. Früher Calendula Babycreme. Bewährte Rezeptur. Okay, also dann haben sie die Verpackung geändert. Ich hoffe mal nicht die Formulierung. So zwischendurch, das ist einfach eine Creme, die habe ich immer gerne zu Hause. Ja? Lauren hat zwar keine Pampers mehr, aber einfach wenn sie mal ein bisschen wund ist oder so, ne? Das ist eine Creme, die sollte man als Mama oder auch als Papa immer mal zu Hause haben. Ja. So, dann kommen hier ein paar Sachen für Klein Mäuschen. Die 60 beliebtesten Kinderlieder. Wir haben hier also ein paar CDs für Klein Mäuschen. Okay, alle meine Entchen. Ach, da freue ich mich jetzt schon. Das kleine Küken piept. Die Vogelhochzeit. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, Schätzelein? Die Vogelhochzeit. Wie ging es denn gleich nochmal? Ein Vogel wollte Hochzeit feiern. Können wir einen Remix draus machen? Geil. Das sind aber alles Dinge, die werde ich weglegen für Ostern. Na? So, dann, was haben wir denn hier? Wimmelspaß im Frühling. Maxi Pixi. Meine liebsten Ostergeschichten. Ach, das sind so kleine Bücher. Ach, wie schön. Ja, also auch weiterhin. Jeden Abend wird bei uns gelesen, bevor Lauren ins Bett geht. Natürlich. Dann, oh, Frozen. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Haben wir 2 T-Shirts. Anna und Elsa. Ja, natürlich. Anna und Elsa. Lauren, weiterhin ganz groß. Anna, Elsa und Unicorns. Ja? I'm running out of space. Oh, was ist das? Oh, was ist das denn? Baby-Einhörner? 35 Schablonen, 115 Glitzersticker, 40 Malvorlagen, 439 Sticker. Oh, da geht das Mamaherz auf, weil die werden überall im Zimmer verteilt. Da freut man sich. Aber es sieht schön aus. Oh, da werd ich vielleicht auch ein bisschen mit Stickern. Schön. So. Oh Gott, was ist das denn? Guck mal, Ballerina-Schüchen. Ja, Lauren möchte eine Ballerina sein. Jetzt haben wir hier rumgeguckt und wir haben auch ein Ballerina-Studio gefunden. Die sind aber so ausgebucht, dass bis Juni oder Juli kein verfügbarer Spot da ist. Und ihre Freundin, die liebe Audrey, die geht da ja hin jeden Samstag. Und jetzt hat Lauren die Audrey eben schon ein paar Mal in ihrer Ballerina-Ausrichtung gesehen mit dem Tutu und ne. Jetzt möchte sie auch Ballerina sein. So, jetzt haben wir hier zumindest schon mal die Ballerina-Schüchchen. Natürlich schön mit Glitzer und allem drum und dran, was man als Ballerina so braucht. Und dann werden wir mal schauen, wenn mein Mann, der geht ja im Juni, was ich für sie so finden kann. Ja, Ballerina technisch oder vielleicht auch ein bisschen andere Tanzsituation. Ich muss mal schauen.
So, geil. Geil, 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 geil. Rechnen leicht gemacht. Plus und Minus hat Oma und Tantchen uns so Aktivitätenbücher besorgt in Deutsch. Ja, weil wir haben von solchen Aktivitätenbüchern ganz, ganz viele hier und Lauren liebt diese Sachen auch. Aber es ist halt alles in Englisch. Ja, gut, also eine 2 ist im Deutsch eine 2 und im Englischen auch eine 2. Also die Zahlen, die sind gleich, das ist klar. Ja, aber so ein Rechenbuch haben wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Und da ist so ein Stift dabei, wie ihr sehen könnt. Und da kann man das dann mit Sicherheit einfach nur wieder so abreiben. Das ist ja geil. Okay, also 5 plus 3 ist 9, wissen wir ja alle. Und dann könnt ihr sie hier rausziehen und dann bekommt ihr das Ergebnis. Und hier nebendran können die Kiddies dann die Zahlen reinschreiben. Wie geil ist das denn? Ach, das wird die Mutti auch mal machen. Ne? Ist ja schon eine Weile her, dass ich die Schulbank gedrückt habe. Das ist ja geil. Subtrahiere nun die Zahlen auf dieser Seite und kontrolliere. Ah, alles klar. Subtrahieren. Multiplizieren und subtrahieren. So, also haben wir das. Dann haben wir, was haben wir hier? Rechnen leicht gemacht nochmal das kleine 1x1. Oh ja. Oh, hoppala. Da machen wir den Stift wieder rein. Mal. Ne? Mal. Multiplizieren. 1x1 ist. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn das wisst. Tschüss, Leute. 7x7 ist 49. Also, let me tell you. Also, Mathe war ja nie so meins. Ne? War wirklich nie meins. Also, nachdem ich mal gewusst habe, 2 und 2 ist 4, da sind bei mir die Schotten dicht gegangen, da habe ich gedacht, so, die Welt gehört mir. Aber. Wie ich dann mal binomische Formeln verstanden habe, also bis heute, da rechne ich euch, das ist der Wahnsinn. Also binomische Formel habe ich drauf und 1x1, ja. Also das wurde mir so eingetrichtert als Kind von meinem Lehrer damals, da hättet ihr mich nachts um 4 wecken können und hättet fragen können, ja, 8x8, 64, du Ochse, ich weiß das. 9x9, 81, du Vogel. 3x4, 12. Also mal rechnen, das war meins. Multiplizieren. Und binomische Formeln. Ja? Algebra, da habt ihr mich verloren. Da habe ich nicht mal das Buch aufgemacht. Das war mir, ich hab sowieso nicht gerafft. Ne? Aber das waren so die zwei Dinge. Also mal rechnen ist super. Und was haben wir dann hier? Oh, mein erstes dickes Malbuch für Ostern mit farbigen Vorlagen. Ach, das ist ja auch schick. Das ist ja auch schick. Oh, guck mal. Oh, das möchte ich auch machen. Oh, guck mal, dann habt ihr links, nee, wartet mal bei euch. Also auf der Seite habt ihr dann, ihr habt das gleiche Bild, aber auf der Seite ist es dann halt schon mit Farben vorgegeben und dann könnt ihr das nachmalen. Oh, da habe ich auch Spaß dran. Oh, guck mal, ein Osterei. Das kriege ich auch hin. Ich mag das, wenn es so große Bilder sind, ja? Wenn es so kleine Itty-Bitty-Teilchen sind und oh, das mag ich nicht. Aber das ist super. Kann die Mutti auch machen. So, dann haben wir mein Ostermalbuch. Guck mal, das sieht aus wie so ein Körbchen. Könnt ihr mitnehmen. Ach, das ist auch schön. Oh, das ist auch schön. Oh, das ist so. Ja. Ja. Und noch ein Ostermalbuch. Das sieht so aus. Ach, da kann Lauren malen, bis sie. Jetzt wollte ich schon sagen, bis sie schwarz anläuft, aber sie ist ja schon dunkel, ne? Keine rassistischen Kommentare hier. Das war ein Joke. So. Und dann haben wir nochmal. Da geht es ja noch weiter an der Seite. Da war noch ein bisschen was an der Seite geklemmt. Schnellentkalker, genau, für Kaffeemaschine und Wasserkocher. Ne? Haben wir hier zweimal. Und Denk mit Maschinenentkalker. Das ist auch gut. Das habe ich auch schon gehabt. Also ganz wichtig, dass ihr eure Helferchen im Haushalt, ja, auch immer so ein bisschen
love and care. Ne? Müsst euch um die kümmern, Jetzelines. Müsst ihr immer sauber machen, bisschen Gummi ran sauber machen. Wir machen ja die ganze Arbeit für euch. Ihr könnt da zwischendurch ruhig mal so einen Maschinenreiniger, so einen Pfleger. Ne? Das ist wie, wenn ihr euch eine Maske ins Gesicht knallt oder Bodylotion nach der Dusche. Ja, ihr macht es ja für euch, zum Guttun. Ne? Und so müsst ihr eben auch eure Geräte pflegen, weil die helfen euch ja im Haushalt. Nee, Leute, ich habe nicht gesoffen. Das ist... Ich bin einfach nur durch. So, dann haben wir noch eine Box. Oh, die ist auch noch mal so schwer. Jeez. Oh. Hab ich vergessen, dass ich mir das gewünscht habe. Mama hat natürlich gefragt, Kind, was möchtest du denn? Und da habe ich eine Liste gehabt. Also ich wollte mein Waschgel und ich wollte mein Augen-Make-up-Entferner und ich wollte ganz wichtig meine Bodylotion und meine Allzwecktücher und die Bims-Schwämme. Und das, was ich jetzt sehe, das habe ich vergessen. Oh, ich freue mich. Tutu! Oh. Vielleicht hilft es gegen den komischen Geschmack, den ich im Mund habe. Sollen wir es mal testen? Kommt, ich muss es doch mal für euch austesten. Oh, wie geil! Giotto Maximus, es ist jetzt aber gut hier. Mmh, wer kennt Giotto? Wer liebt Giotto? Oh. Diesen Geschmack. Mmh, ist das lecker. Also, man kann das Ganze so scheiße aufreißen wie die Mutti. Ne? So, schön hier in der Mitte. Kleinen Moment. Oder ihr macht es wie vorgeschrieben und macht es hier an der Seite. Dann, da ist nämlich so ein Faden drin. Und dann zieht ihr das schön bis runter. Aber es funktioniert auch so. Muss man sich die Bällchen einfach nur so ein bisschen hochdrücken. Mm. Ja, ich muss noch einen zweiten hinterher schießen, weil kann ja sein, dass der zweite anders schmeckt wie der erste. Aber nee, ich glaube, die schmecken alle gleich. Mm. 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 Geile Scheiße. Oh. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Natürlich. Mm. Vollmilchschokolade am Stiel. Mhm. So. Haben wir einmal, zweimal, dreimal. Alles für die Büffel. Oh, oh, oh Gott, geil. Oh, das hier ist die. Das ist die Schnabulierbox. Oh, wie geil. So, Nicknacks. Geil. Die Originalen. Dann haben wir hier mit Barbecue Flavor. Mmh. Mmh. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Oh! New Big Double Size Knickknacks. Nee, mache ich nicht auf. Soll ich? Ich kann ja mal testen. Fühlen. Die sind größer. Ist dann nur die Erdnuss größer oder haben sie dann einfach nur mehr Panade rumgeknallt? Das wäre ja geil. Also ich liebe ja die Knickknacks wegen der Panade da außenrum, ne? Ich beiße ja dann immer in die Mitte und dann esse ich erst die Panade und dann esse ich erst die Erdnuss. Wisst ihr? Wenn da jetzt mehr Panade dran ist, das wäre geil. So, dann... Oh, Haribo für Schatzi. Natürlich. Rocks Candies aus traditioneller Handarbeit. Okay. Oh, die kenne ich auch noch. Oh, da war ich. Ich war Kind. Da war ich bei Oma und Tantchen. Da hat es die Dinger schon gegeben. Also, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Diese Bonbons.
mit Kirschen drauf und Orange und Limette und geil. Wir haben Snickers. Auch Snickers schmecken in Deutschland anders. Besser. Ja, weil die Schokolade einfach anders ist. Habe ich eigentlich Nüsse im Zähnen? Da muss ich auch rein. Mmh. Oh, kennt ihr die Dinger? Kennt ihr eins? Also ihr kennt ja, nehmt zwei, ne? Die Bonbons. Dreht ihr komplett ab. Wie ne Mutter. Also ihr kennt ja, nehmt zwei Bonbons. Und das sind ja normalerweise harte Bonbons. Und dann, wenn ihr an den Kern kommt, dann beißt da rein und dann kommt die Flüssigkeit raus. So, und das sind aber soft. Weich. Ja, die sehen dann so aus. Und dann kann ich da reinkommen. Pass auf. Oh, there it is. Mhm. 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 Oh, ist geil. Mhm. Mhm. Orange. Mhm. Kleinen Moment. Ich mache einen Cut rein. Hm. Ist geil. Mhm. Nimm zwei, ist geil. So, es geht weiter für die Mutti. Ballisto Corn Cereal. Ja, also das sind ja die Originalen, glaube ich, oder? Die Orangenen. Dann mit Joghurt! Oh, mit Joghurt und Berries! Könnt ihr euch noch dran erinnern? Meine Ballisto Tender, was war's? Ballisto und Milka Tender Phase. Da war ich ja schwanger mit Lauren, ne? Da hätte ich euch davon leben können. Ich hätte nichts anderes gebraucht, außer Wassermelone. Wassermelone war in meiner Schwangerschaft auch. Oh, ganz schlimm. So, meine Lieben, für Schatzi. Nee, das ist nicht alles für Schatzi. Also da gehört Minimum eins mir. Das sind vier Pakete. Oh, more Ballisto. Und zwar von diesen Hanuta-Riegeln. Ja, so. Mama und Tantchen haben uns ein Paket geschickt zu Weihnachten. Und da war auch das Geburtstagsgeschenk drin von Schatzi. Und der hatte dann so eine eigene Box und da waren diese Hanuta-Dinger drin, ne? So, und das ist Suchtfaktor, aber vom Allerfeinsten. Aber sowas von, also die Dinger, die sind ja so lecker. Hanuta ist schon, ja, kann man mal machen zwischendurch, ne? Aber diese Hanuta-Riegel mit Nuss und Milch, da sind fünf Stück drin. Die sind so lecker. So sieht das Ganze dann aus. Na? Kann man sich dann nochmal in die Handtasche schmeißen? Oh, wie geil. Da werde ich mir nachher auf alle Fälle eins schnabulieren. Ich habe keinen Platz mehr hier. So. Schmeißen wir da drüben hin. Also das sind insgesamt vier Stück. Da wird Schatzi heute Abend dezent einer abgehen, weil ich habe ihn dreimal gefragt. Ich so, Schatzi, Mama schickt ein Paket, was möchtest du denn? Hanuta. Also ja, habe ich die ersten dreimal schon verstanden. Gibt es noch was anderes, was du gerne hättest, was du bräuchtest? Hanuta. Alles klar. Danke fürs Gespräch. So, und dann haben wir hier noch einmal die grüne Ballisto. Das sind ja die mit Müsli, mit Rosinen und so. Die sind auch mega lecker. Und dann nochmal die Originalen, ne? Die Orangenen. Ich freue mich, Jetsalines. So, der Karton hat ein bisschen gelitten, aber das macht nichts. Den drücke ich mir wieder zurecht. Irgendwie. Weil das sind nämlich wirklich sehr, wobei der hat schon sehr gelitten. Irgendwie drücke ich mir das hin. Und dann werde ich Wachs reinmachen.
kriegen wir dich zu. Wenn wir dich zukriegen, ist ja kein Problem. Ja, seht da, geht doch. Geht doch. Dann machen wir die kaputte Seite, stellen wir so in den Schrank rein. Ne? Und dann sieht das von vorne keine Sau. So, meine Lieben, that is it. That's it. Vielen, vielen Dank, Tantchen, Oma, Mama. Ganz, ganz dicke Knutscher an euch. Wir freuen uns sehr. Momentan freue nur ich mich. I'm happy as hell. Okay. Jetzt muss ich das hier natürlich alles wegräumen und sortieren. Die Sachen für Klangmäuschen, die werden jetzt auch noch alle weggepackt. Das mache ich jetzt in eine extra Box. Und das sind dann Sachen, die sie zu Ostern bekommt. Ja, und dann muss ich hier unten wahrscheinlich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dann muss ich noch ein bisschen Wäsche waschen und. Ihr wisst ja selber, ne, was auf der Agenda von einer Hausfrau steht. Ach, es ist eine Freude. Und dann muss ich mich fertig machen für die Arbeit, meine Lieben. Und das Video muss ich natürlich auch noch für euch bearbeiten, klar. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich bin, ja, happy ohne Ende. Da waren jetzt ganz, ganz tolle Sachen wieder mit dabei. Der Kaffee, Hanuta, ach, alles. Meine Creme, natürlich. Und dann gönne ich mir hier noch nimm zwei Kaubonbon, das kann man mal machen. Wobei, ich merke gerade, mein Geschmack, der ist gar nicht mehr so eklig. Vielleicht muss ich den ganzen Tag mit so einem Kaubonbon rumlaufen. Was macht man nicht alles, ne? Um den Geschmack loszuwerden. So, meine Lieben, ich verabschiede mich bei euch. Mit einem Kaugummi, das mir jetzt hier schön in den Backenzähnen hängt. Das sieht auch richtig sexy aus, oder? So ein bisschen wie ein Wiederkäuer. Das ist aber gut. Ach, was ist denn los, Großer? Ist auch gut für die Kaumuskulatur, ne? So ein bisschen Sport jeden Tag kann man mal machen. Heute steht die Kauleiste an. Dicken Knutscher an euch alle. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir gesund. Maximusi, der will jetzt hier echt auf den Tisch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!